Ja, Eugen, am Wochenende das große Gipfeltreffen. Der FC St. Pauli empfängt den HSV. Allerdings können das einige Amateurkicker leider nicht verfolgen, da sie zeitgleich um 15 Uhr spielen. Wie siehst du diese Problematik? Also Sicherheit hat absolute Priorität, das ist Fakt. Der DFB hat seine Amateurvereine wieder in die Pfanne gehauen, das ist auch Fakt. Aber das ist ein altes und leidiges Thema. Die Bundesliga-Ansetzung dieses Derbys ist im Nachhinein erfolgt, als die Amateurspiele schon angesetzt waren. Und Verlegungen sind nicht ganz so einfach. Alle wollen dieses Spiel sehen, ob untere Herren und andere Mannschaften, Jugendmannschaften innerhalb eines Vereins. Das ist alles nicht so einfach. Aber alle Mannschaften oder alle Vereine hatten Zeit genug, dieses Spiel oder ihre Spiele zu verlegen. Ich hatte sogar die Empfehlung gegeben, dass der Hamburger Fußballverband diese Verlegung dann ohne Gebühr durchführt. Und dann hätten die Vereine also Möglichkeiten gehabt. Der SC Viktoria ist Vorbild. Der hat sein Spiel am 21.10. gegen Condor jetzt verlegt zum 21.10. Und um am 22.10. Dem Derby HSV gegen Bayern den Weg frei zu machen. Also ich hätte vorgeschlagen, dass dieses Spiel St. Pauli gegen HSV am Sonntag um 17.30 Uhr angesetzt werden würde. Und die anderen Spiele dann alle am Freitag und Sonnabend. Gute Empfehlung von dir. Fakt ist leider, die spielen jetzt um 15.30 Uhr. Ein kurzer Ausblick von dir. St. Pauli empfängt im neuen Millerntor-Stadion jetzt den HSV. David gegen Goliath oder gleiche Chancen? Also ich sehe es, ich kann mir als alter St. Paulianer erlauben zu sagen, dass ich das sehr realistisch sehe. Ich gehe von der Personalie aus und da hat der HSV den Kopf weit vorne. Die werden 3-1 gewinnen. Ich gehe nur mal davon aus, von Petric, ein Leistungsträger, ein Spieler, der den HSV geprägt hat in der letzten Serie. Da überlegt man, ob man den überhaupt spielen lässt zurzeit. Der hat geknipst ohne Ende. Und da sieht man einmal, wie weit der HSV vorne ist. Uwe Seeler wird deine Worte gerne hören. Eugen, ich danke dir für deine Einschätzung.